Welt ohne Kaffee wäre sehr müde. Wahrscheinlich würden alle nur mit dem Kopf unten hängen. Kaffeeröster ist kein Ausbildungsberuf, es war früher mal ein Ausbildungsberuf. Mittlerweile kann man es in Seminaren lernen, auch IHK zertifiziert. Ich habe das mehr oder weniger bei Learning by Doing, es ist ein sehr komplexes Thema. Am Anfang werden wir den Kaffee ungefähr bei 190 Grad in die Trommel einführen. Dann ist erst so die, ich sag mal, langweilige Zeit, da passiert mit der Bohne eigentlich gar nichts, bis auf dass sie trocken wird. Ja, und dann fängt die Bohne an, sich zu entwickeln. Ja, und dann kommen dann ein paar Phasen, zum Beispiel, man sagt Yellow Point, ja, dann ist die Bohne ganz gelb, dann weiß ich, okay, dann muss ich das und das und die Temperaturen ein bisschen niedriger machen, beziehungsweise die Brennerleistung. Dann kommt der First Crack, dann platzt die Bohne einmal auf. Ja, das ist so ein weiterer Werdegang der Bohne, sage ich mal. Dann weiß ich, okay, die Bohne ist gleich fertig. Und dann schaue ich mir die Bohne genau an, rieche an der Bohne, ich muss natürlich auch hören und dann gehe ich nach der Optik der Bohne und dann weiß ich, wann die fertig ist. Die meisten wollen halt für Kaffee nicht viel Geld ausgeben, ja, obwohl jeder sagt, Kaffee ist ein Genussmittel, wissen die meisten nicht, wie Kaffee schmecken kann. Ja, die trinken halt den Kaffee von den großen Industrieröstern, ja, tun den wahrscheinlich in ihre Filterkaffeemaschine und sagen, ja, das ist mein morgendlicher Kaffee, das reicht mir, der schmeckt gut. Ja, für uns Profis, sage ich mal, ist das natürlich nichts. Also ich denke so 30% trinken gut gerösteten Kaffee und der Rest trinkt immer noch den, wie Oma früher Muckefuck gesagt hat. Ja, also das Klischee bei Kaffee trinken ist, eigentlich denken die meisten, dass es immer noch die braune Brühe ist und leider ist es viel mehr. Also Kaffee kann unglaublich viel, hat bis zu 1000 Aromen und da kann der Röster halt mit spielen und alles Mögliche rausholen aus der Kaffeebohne. Ja, der Kaffee hat sich insofern verändert oder das Bewusstsein der Leute, dass immer mehr wird, dass sie gut gerösteten Kaffee haben wollen, in der Langzeitröstung, also sehr schonend geröstet, dass mehr Säure abgebaut wird, mehr magenfreundlicher ist. Darauf wollen die Leute halt gehen und es wird immer mehr und die Leute wollen sehen, wo kommt das Produkt her, wer macht das. Ja, und so dieses Regionale ist halt auch schon sehr im Kommen. Viele Leute schätzen es wert, dass man gut gerösteten Kaffee macht. Ja, die sagen dann auch, ich kann nichts anderes mehr trinken, weil sie vorher industriegerösteten Kaffee getrunken haben. Aber wie gesagt, glaube ich, dass die meisten Leute nicht wissen, wie guter Kaffee schmecken kann und was man alles aus Kaffee rausholen kann.